Servus Konrad, Lex, deutscher Meister im Vertical Race heute geworden, hier bei der Hochgrad-Ski-Rallye. Erzähl doch kurz, wie war das Rennen für dich? Ja, also der Start, unten war es sehr kalt dann und die Strecke war am Anfang sehr flach, was mir eigentlich jetzt nicht so entgegenkommt. Aber heute ist von Anfang weg gut gelaufen dann und haben wir unten schon einen gewissen Vorsprung arbeiten können und den habe ich dann auch noch ausbauen können im steileren. Ein paar Probleme habe ich dann in der Rallye-Passage gehabt, aber da habe ich schon gesehen, dass ich eigentlich schon einen Vorsprung gehabt habe und dann doch gut ins Ziel laufen können. Andreas Strobel war dein Hauptkonkurrent heute. Hast du vorher damit gerechnet, dass es den gilt zu besiegen heute? Ja, ich habe nicht gewusst, dass der Steurer Toni krank ist. Also mit denen habe ich eigentlich ganz stark gerechnet. Und sicher an die Strobel habe ich schon eingeschätzt, dass das der härteste Konkurrent war. Und auch durch das, dass ich am Anfang schon Vorsprung gehabt habe, habe ich dann doch gut in Schach halten können. War ja ein sehr starker Saisonauftakt für dich. Wie hast du dich im Sommer auf die Skitourensaison 2009 vorbereitet? Ja, jetzt eigentlich nicht anders wie die letzten Jahre auch. Also mache ich mal Pause bis im Juni, also mein lockeres Training. Und dann hauptsächlich ein Rennrad, Mountainbike. Und dann, wenn es in den Herbst geht, mehr in die Berge, Berglauf. Und dann ab Anfang November dann auf die Ski. Was steht jetzt in den kommenden 2-3 Monaten noch an Skitourenrennen für dich an? Ja, das nächste Rennen ist jetzt nächsten Freitag, Saalbach, die lange Strecke. Bin jetzt letztes Jahr nicht mitgegangen, muss mich heuer noch in Angriff nehmen. Und dann die Woche drauf das erste Weltcuprennen. Und da muss man schauen, wie sich die Form weiterentwickelt dann. Rechnest du dir eventuell bei den anderen beiden Rennen des DAV Skitouren Cups noch einen Sieg aus oder schaust du mal, wie es läuft? Ja, es ist jetzt noch gut 5-6 Wochen bis zum nächsten Rennen. Da kann jetzt noch so viel passieren, aber sicher, glaube ich, wenn die Form so bleibt, dann, dass ich doch vorne Wörtchen mitreden kann. Dann. Danke ich dir für das Gespräch und herzliche Gratulation nochmal. Ja, danke schön.